Das Take 5 in Salzburg, hübsche Mädels, eine prominent besetzte Jury, viel Presse und unzählige Party-People. Das waren die Zutaten für die Miss Salzburg-Wahl 2013. Wir von Blickfang haben uns dieses Spektakel natürlich nicht entgehen lassen. Ob die amtierende Miss Salzburg 2013 ein Blickfang ist, sehen Sie selbst. Das Take 5 in Salzburg ist voll, denn die schönsten Frauen aus Salzburg wollen bewundert werden. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das heißt es heute hier in der Salzburger Innenstadt im Take 5, denn hier wird heute die Miss Salzburg 2013 gekürt. Und wir schauen uns jetzt hier die Show an, nehmen die Mädchen ganz genau unter die Lupe und werden versuchen, das ein oder andere Jurymitglied vor die Kamera zu holen. In der Jury sitzt natürlich die amtierende Miss Austria Amina Dagi und ihre Vize Stefanie Steinmeier. Miss und Model sind nicht äquivalent, denn eine Miss braucht mehr als gutes Aussehen. Die Augen der Jury blicken deshalb tiefer. Also eine Miss zum Beispiel muss für mich auch rhetorisch gut gewandt sein, weil sie ja immerhin das Bundesland repräsentiert. Und es ist bei einem Model nicht notwendig. Bei einer Miss spielt schon die Persönlichkeit auch noch eine sehr starke Rolle. Eben eine gewisse Natürlichkeit. Sie darf keine Zicke sein, das ist ganz, ganz wichtig. Zicken werden nur einmal gebucht und nie wieder. Eine Zicke soll Salzburg nicht repräsentieren. Die Erwartungen der Salzburger Jurymitglieder sind dementsprechend hoch. Durch ein natürliches Lächeln, eine charmante Art und durch eine sehr gefühlvolle Gesangseinlage legte Startnummer 1 Patricia Klinger schon mal einen fulminanten Start hin. Talente vorweisen zu können, das imponiert am meisten. Pia Graf aus Oberndorf bekennt sich zu ihren musikalischen Fähigkeiten. Gitarre, Klavier und Saxophon. Wow! Und Patricia Promecker aus Salzburg ist Hobbyakrobatin mit Faible fürs Bodenturnen. Genau, Deckwerk dazu, Balken, Boden und Kasten. Was ist deine Stärke? Boden. Bodenturnen, das bedeutet. Sportlichkeit und toller Body sind eben auch wichtig. Um auf dem Miss Salzburg-Sessel thronen zu dürfen, müssen sich die Teilnehmerinnen auch im Bikini beweisen. Du schaust wahrscheinlich besonders auf den Body, oder? Ja, das ist mein Spezialgebiet. Weißt du, die Muskeln verbrennen das Fett, sage ich mal, das Make-up von innen. Auf das schaue ich halt natürlich und da ist die zweite Runde im Bikini natürlich der passende Augenblick, das sehr, sehr gut zu sehen. Dann viel Vergnügen beim Schauen und Bewerten. Das geht halt wirklich, das ist ein harter Job, danke. Auf diesen Moment haben wohl die meisten Männer gewartet. Lange Beine, straffer Hintern und ein schöner Vorbau. Auch das gehört zu einer Miss dazu. Beim Bikini-Durchgang bleibt dann kein Detail mehr verborgen. Auch so manche Botschaften kommen da ans Tageslicht. Und dann geht's auch schon um den Einzug ins Finale. Diese drei Mädels machen's unter sich aus. Melanie Krütschalik, Patricia Klinger und die Zurgroaste aus Deutschland, Corinna Fraske. Vize-Miss Salzburg darf sich nach der alles entscheidenden Endauswertung nennen. Corinna Fraske, Startnummer 11. Den Titel der Miss Salzburg 2013 hat die Jury vergeben an Miss Salzburg 2013. Gott, heulen schon wieder. Patricia Klinger! Die 19-jährige Miss Salzburg Patricia Klinger aus Grödig wird Salzburg nun bei der Miss Austria-Wahl vertreten. Eine gute Wahl der Jury. Also sie hat eine irrsinnig super Ausstrahlung, ein richtiges, herzliches Strahlen, sie kann gut reden, eine gute Figur. Also sie ist eigentlich alles das, was eine Miss so verkörpern könnte. Wobei die Einser wahrscheinlich gewonnen hat aufgrund ihrer Ausstrahlung und ihres Lachens. Mit ihrer Performance des Singens natürlich hat sie sich auch einige Punkte gut geschrieben und sie ist eine würdige Siegerin. Da ist es natürlich nur so, wenn ich sie jetzt wirklich am Laufsteg sehen würde, da wird es natürlich dann schon ein bisschen enger. Aber das macht nichts, denn an sich arbeiten können sowohl Patricia als auch Corinna nun im Missencamp. Beide werden sie nämlich bei der Miss Austria-Wahl dabei sein. Ist man da traurig drüber oder freut man sich? Eigentlich heißt es, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Aber so sehe ich das nicht. Ich kenne die Patricia, wir sind beide stark gewesen. Und ich bin froh, dass ich mit ihr ins Missencamp fahren kann. Ja, und du darfst ja auch zur Miss Austria-Wahl. Hast du da, glaubst du, Chancen? Ich hoffe es. Mit ein bisschen Sport, ein bisschen Training, glaube ich schon, ja. Was glaubst du, was dir jetzt erwartet als Miss Salzburg? Ich darf bei der Miss Austria-Wahl mitmachen. Es ist
ein Traum. Ich kann es noch gar nicht glauben und ich freue mich einfach total und ich werde mein Bestes geben. Ganz begeistert von Patricia zeigt sich auch eine andere Miss, oder besser Missy. Abend samt Ausgang hat der Sängerin Missy May sehr zugesagt. Ein irrsinnig hübsches Mädel, unfassbar, eine tolle Stimme, kann sich wahnsinnig gut präsentieren, ist selbstbewusst, ist auf den Catwalk drauf, hat dort irgendwie Posen gemacht, ist perfekt. Am 23. Juni darf Salzburg dann die Daumen halten, bei der Miss Austria-Wahl 2013. Blickfang Blitzlicht wurde Ihnen präsentiert von www.salzburg-cityguide.at. Jetzt auch als App verfügbar. Get inside and get in touch.